Moin Leute, Trimax hier. Ihr habt euch immer Forza Horizon 5 gewünscht mit Lenkrad. Rumatra ist auch dabei. Erwartet nicht zu viel. Das Game soll mit Lenkrad schwierig sein. Das teste ich jetzt. Die Grafik ist echt ganz schön dick. Warum ist das so? Wie kann das sein? Heimat. Der wirklich schönste Ort der Welt. Mexiko? Mexiko? Bist du auch in Mexiko? Zusammen. Drücken Sie Eingabe, um ins Horizon zu springen. Was ist Eingabe? Ich dachte, das wäre so richtig wie Rennen. Oder ist das eher so auch so Offroad? Das ist eher auch so Offroad. Das ist so wie Burnout-Style. Das ist nicht so wie, keine Ahnung, wie Formel 1, das Spiel. Wo du so richtig... Nee, nee, ist es nicht, ist es nicht. Es ist mehr so, es ist beides mehr so schreiben alle, alle schreiben beides. Ich dachte, das ist jetzt so ein übelster Simulator. Nein, 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 überhaupt gar nicht. Es ist wirklich mehr wie Burnout, dass du Leute rammst und die überschlagen sich tausendmal. Und dann kriegst du Takedown-Punkte und so Sachen. Ach, wie nee, geil. So ist doch, nee, so ist auch nicht ganz, aber okay. es ist schon eher arcadey. Dünenraiser. Was ist das? Corvette. Sieht auch so geil aus und ich bretter hier teilweise so durch die Büsche durch. Die ist so ruiniert, wenn ich ankomme, das Auto. First First ist viel härter. Ja, du musst in die Ansicht gehen, wo du vorne auf der Motorhaube drauf sitzt. Die ist geil. Boah, die ist hardcore. Da kriege ich, das macht jetzt mich irgendwie voll unter Druck, die Perspektive. Ja, weil das alles so schnell aussieht, wenn man so nah am Boden ist. Boah. Perspektive ist echt hardcore. Alter, es gibt das Ding, dass du in der Straße bist, Alter. Dass du quasi unterm Auto bist vorne. Die ist geil. Wenn du nochmal Tab drückst, welches Auto nimmt man zuerst? Corvette? Ey, ich dachte, du hast die alle. Gott, ich hab den Bronco genommen. Hast du den Bronco genommen? Ist der schnell? Ja, ich dachte, ich hab die alle. Ich will einfach eine schöne Supra einfach nehmen. Ein Bronco ist ein Jeep und eine Corvette ist sowas von 2001. Ich muss Supra nehmen. Der A90 Supra. Ja, dann ist natürlich die Strecke festgelegt. Eines überaus legendären Autos. Wie starten wir jetzt? Wie spielen wir jetzt? Lass mal ein Einspielgame machen mit Lenkrad. Ja, wo geht denn das? Das ist hier richtig spielen? Oh Gott. Wo hast du drauf gedrückt, um zu spielen? Du hast einfach auf Escape gedrückt. Wie Escape? Achso. Du musst einfach raus da. Okay. Hä? Was? Die Hinterreifen drehen bei mir durch wie Sau. Oh, wie geil mit Lenkrad, aber wie schwierig auch. Oh je, ich kann nicht Auto fahren. Oh, scheiße. Unrealistisch, so war das auch nicht. Die Lenkradrückstellung ist auch viel zu hart. Ja, ist mega Lenkradrückstellung. Du musst voll kämpfen. Ich bin gegen Jamie. Du musst ganz viel Krampf, weil du musst so viel Kraft muss ich festhalten. Ich lehne mich mit meinem ganzen Körper ins scheiß Lenkrad. In der Hand. Alter. Nee, das geht so nicht. Ich bin in den Schultern gekommen, schon wieder. Ja. Das Spiel geht ganz laut. Mein Lenkrad deckt meine Nachbarn. Schuss. So ist besser. Kommt direkt ins Schultern. Ich hab so viel Kakteen geschrottet, das gibt's nicht. Oh, ich hab mich überschlagen. Okay, sorry, hab's geregelt. Ich hab grad einen Run. Run zu Ende, ich kotz. Also einmal berührt ganz kurz das Feld und dann war's das. Ja, wie wollen wir so irgendein Rennen gewinnen, Alter? Wir werden niemals Ziel kommen. Ich komm nicht mal zu mal da, wo ich mir meinen Weg markiert habe. Ich komm nicht mal dahin, wo ich das Rennen starte, sozusagen, weißt du? Aber das Geile ist, dass die Autos nicht kaputt gehen. Ein Auto ist kaputt gegangen. Hat überall Scheibe brennt, überall, die ganze Scheibe ist kaputt. Ah, jetzt habe ich's. Du musst mit 10 km/h um die Kurve fahren. Und jetzt, wie komme ich hier wieder raus? Wie komme ich wieder in mein Leben? Escape-Karte schließen. Ich bin da! Ich bin da! Oh, ich bin aufgeregt, Horizon. Diesmal setzen wir alles auf diesen Superstar. Los geht's! Pilot, da ist ein Tempel auf deiner Landebahn. Ein Tempel! Oh Gott, oh Gott. Ich frage, ich fahre ein Rennen gegen ein Flugzeug? Das kann ich doch gar nicht gewinnen, oder? Ja, für eine Scheiße. Was sehe ich hier? Ich fahre ein Rennen gegen ein Flugzeug. Das Flugzeug ist einfach schon auf dem nächsten Kontinent angekommen. Die machen das absichtlich so schwer, damit es E-Sport im Game gibt.
So, wir drehen das jetzt durch, ich kann nicht mehr gegenhalten. Ich drehe mich die ganze Zeit im Kreis. Wäre das auch so, wenn ich mit Maus und Tastatur fahren würde? Never, ich sag mit Controller fahre ich hier Bestzeiten. Die Leute sagen, ich soll von Vollgas runter und ich... Turbo-Vibrationen bei mir eingeleitet. Zieh gerade und dieser Grünschnabel gibt nicht auf! Chat, ist er wirklich ohne einen Fehler da durchgekommen? 4 Minuten 9 Sekunden, mach's nach, kleiner Wannabe. Flugzeug geschlagen durch Skill. Ja, war noch nicht mal knapp. Cringe. Das Stuntteam hat einfach 200stel länger gebraucht als ich. Schau während der Fahrt am besten noch konzentrierter. Was soll das denn heißen? Du guckst, als wärst du auf geheimer Mission. Du warst übel im Game. Du warst noch nie so sehr im Game. Wie schnell bist du denn gefahren? Sag doch mal. Ich bin noch nicht am Ziel. Wie welche Minute bist du denn? 4:19. Das ist so bad. Das ist einfach 20 Sekunden schneller als ich. Das finde ich irgendwie scheiße. Das ganze Festival redet über mich, sagt sie. Aber ich habe die ganze Zeit nur Unfälle gebaut. Fall den Typen auch voll hinten rein, das fuckt sie bestimmt ab. Ich habe gerade irgendeinen random voll abgefuckt. Dein Auto ist ein Driftauto, deswegen ist das so. Opium Driftauto. Deswegen drifts bei uns so weg. Ist mein Bronco auch ein Driftauto? Nee, du hast ein. Solid. Ich bin gerade solid. Das war richtig clean. Oh. Idiot. Das ist dumm, warum ist er auf meiner Spur? Ey! Jetzt sind wir wieder in Landwirtschaftssimulator. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Jetzt können wir auch Landy wieder spielen mit Lenkrad. Was können wir wieder spielen? Landwirtschaftssimulator. Nee, das musst du nochmal doppelt, trippel einstellen. Das hat bei mir gar nicht funktioniert, als ich es probiert habe. Aber ich hatte auch G-Hub noch nicht. Alter, ich sollte nur noch LKWs fahren hier in Forza, das ist ja übersick. Ja, ich fahre doch nicht schneller als 80. Ja, aber ich drück die ganze Zeit voll durch und bin zwar clean. Das war clean. Ey, ich hab heute einen Traktor gesehen mit so einer riesigen Sämaschine. Hast du meine Story gesehen? Nee, hast du nicht, weil du ein Wichser bist. Keine Story doch nicht, so völlig los. Aber ich hab so einen riesigen Traktor gesehen, der so eine Sämaschine sich hergezogen hat. Der die ganze Severinbrücke in Köln blockiert. Alles hat er blockiert, alle waren übel sauer. Und ich hab mich einfach gefreut. Das ist geil. In einer Minute 46 angekommen, mach's nach. Ich glaube, das schlage ich sogar. Ich komme jetzt halt wieder durch die Stadt und Städte sind ein bisschen mein Kryptonit, muss ich sagen. Wir haben einige neue Veranstaltungen gestartet. Also geh da raus und zeig uns, was du als Superstar so kannst. Ich bin 1,40. Eins? Ich war 6 Sekunden schneller als du? Oh, Max. 6 Sekunden war ich schneller. Ja, ich war 6 Sekunden schneller. Weißt du, was ich jetzt mache? Was der für ein Schrott labert, ist der Wahnsinn. Lüge. Was labert der? Das ist Leute schon wieder richtig sauer geworden. Was hast du gemacht, Matra? Nichts, ich hab nur gesagt, dass Prime Subs umsonst sind und dass man werbefrei wird und dass man sie nutzen muss. Und ich habe gesagt, wer subbt, ist immun gegen Corona. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt, Max, okay? Mhm. Alright? Okay. Wir hören uns. Tschüss. Alright. Bye-bye. Bis nachts.